Hallo meine Lieben, ich stehe hier schon vor meiner Capsule Wardrobe und ich werde euch auch gleich alle Sachen zeigen und auch alle Sachen mal angezogen zeigen und schon so ein paar Kombinationsmöglichkeiten, dass ihr schon mal seht, was man damit so alles machen kann. Aber ganz kurz vorher gebe ich euch noch so ein paar Infos, wann ich damit angefangen habe und warum. Denn wenn ihr mir nicht auf Instagram folgt, dann habt ihr das wahrscheinlich gar nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe mich nämlich spontan am Aschermittwoch dazu entschieden, jetzt mir eine Capsule Wardrobe mal zusammenzubasteln, weil ich schon ganz, ganz viele Videos dazu geguckt habe. Und meine ist nach diesem Prinzip von dem Projekt 333 aufgebaut. Ich werde schauen, ob ich es 3 Monate mache, aber ich muss vielleicht zwischendurch mal tauschen, weil ich ja gerade so am Übergang zwischen Winter und Frühling bin. Da werde ich dann vielleicht einige Sachen mal tauschen müssen, weil die dann einfach zu warm sind. Aber bis dahin habe ich auf jeden Fall 33 Teile und mit integriert, ich habe quasi so die Hardcore-Variante gewählt, integriert sind Jacken, Schals, Mützen, Handschuhe, Schmuck, Hosen, Pullover, Schuhe, Taschen. Also eigentlich alles, was man so trägt, auch so Accessoires wie Hüte oder sowas, das habe ich jetzt gar nicht dabei. Halt eher so Mützen jetzt für den Winter. Und es gibt auch Varianten, da wird der Schmuck rausgelassen und so weiter und so fort. Aber ich habe das jetzt einfach mal alles mit reingemacht, habe also wirklich komplett nur 33 Teile. Das, was nicht mit drin ist, sind Unterwäsche, Socken, Sportsachen, Schlafanzüge, Jogginghose, sowas. Aber alles, was man sichtbar trägt und in der Öffentlichkeit und so weiter, das ist alles in diesen 33 Teilen. Und ja, es hat sich auf jeden Fall schon gelohnt, weil ich hatte am Anfang einen Pullover drin. Das ist dieser. Dieser hier. Weil ich den wirklich mega, mega schön finde. Der ist von meiner Mama und ist so ein Oversize-Pullover. Und ich hatte ihn länger nicht an und dachte, gut, dann tue ich ihn jetzt mal in die Capsule Wardrobe. Dann werde ich ihn auf jeden Fall tragen. Und ja, dann habe ich festgestellt, warum ich ihn eigentlich so lange nicht getragen habe und habe ihn dann jetzt gleich aussortiert und werde ihn wahrscheinlich verkaufen. Also es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt und ich werde dann einfach gucken, wie sich das so bei mir auswirkt mit den 33 Teilen. Genau, und jetzt will ich gar nicht weiter quatschen. Jetzt geht's los. Viel Spaß! I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree. Ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me. Psychically in tune to the stars. We already are, you and me. Psychically in tune to the. We fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise. And through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional bride. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree. Ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. Psychically, in tune to the stars, we already.
might as well get used to this. Step to a spot here, healthy or sick. I gotta turn a deed away, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi in a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded. I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the. Das war's. Es hat unheimlich Spaß gemacht, diese ganzen Outfits anzuprobieren und zusammenzustellen. Und ich habe das Chaos auch schon wieder beseitigt. Es hängt schon wieder alles wunderschön da auf der Stange. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch haben die Outfits gefallen. Und ich habe keine Ahnung, wie oft ich mich umgezogen habe, aber es war wahrscheinlich so oft wie noch nie in meinem Leben. Aber es war echt super witzig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.